Hallo und willkommen nach Reliable und FIFO zurück zur nächsten Semantik, nämlich zu Atomic. Atomic ist spannend. Die atomare Auslieferung will Folgendes besagen. Angenommen, Sie haben zwei Nachrichten, R1 und R2. Hier Requests, weil es eher aus einer Anfragedenke kommt, aber es sind genauso Nachrichten. R1 und R2 Nachrichten. Dann sollen wir sicherstellen, um die atomare Ordnung zu erfüllen, dass entweder gilt, R1 ist verarbeitet, delivered, vor R2 an allen Gruppenmitgliedern oder umgekehrt. Entweder zuerst R1 überall vor R2 oder zuerst R2 überall vor R1. Und das ist der Sinn der atomaren Auslieferung. Die Auslieferung geschieht atomar, nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt, aber logisch atomar. Es können sich keine anderen Nachrichten da irgendwie dazwischen mogeln, zwischen die Auslieferung von R bei allen Teilnehmern. Okay? Wozu brauchen Sie das? Warum ist das wichtig? Das ist immer dann wichtig, wenn R1 und R2 Effekte hätten auf den Zustand ihrer Teilnehmer, die nicht kommutativ sind. Wenn es einen Unterschied macht, ob Sie von Zustand S1 erst R1, dann R2 anwenden, zum Zustand S2 zu kommen, oder ob Sie von S1 erst R2 und dann R1 anwenden und der Zustand, der dann rauskommt, unterscheidet sich davon, was Sie in der anderen Reihenfolge gesehen hätten. Wenn Sie solche Situationen haben, atomares Delivery wichtig. Typisches Beispiel, angenommen Ihr Zustand ist Ihr Kontostand. Und Sie freuen sich vielleicht, dass der repliziert bei mehreren Teilnehmern gespeichert wird, damit Ihr Konto nicht weg ist und das Geld verschwunden ist, nur weil irgendein Rechner abstürzt. Hätte gewissen Charme. Wenn Sie jetzt hier Ihre R1 und R2s möglicherweise sich angucken als Operationen, entweder Geld abheben oder einzahlen, also additive Operationen, und Zinsen gutschreiben, ja gut, das ist ein blöder Witz, das passiert nicht mehr, Zinsen abziehen für Überziehungszinsen, multiplikative Operationen, dann kommutiert das nicht. Dann kommutieren zwar additive und subtraktive Operationen miteinander, das ist egal, in welcher Reihenfolge Sie das machen, auch wenn die Zwischenzustände dann möglicherweise unterschiedlich sind, aber Addition und Multiplikation, das würde nicht passieren. Das würde nicht kommutieren. Also ja, es gibt viele Zwecke, viele Punkte, wo das sinnvoll ist. Das Dumme an der Sache ist, das werden wir uns gleich überlegen, eine Implementierung von atomarer Ordnung ist eine relativ teure Angelegenheit. Also nicht der Quellcode ist teuer zu bezahlen, sondern relativ laufzeitaufwendig mit vielen Nachrichten, die damit involviert sind. Der Terminologie halber noch, atomare Ordnung setzt nicht unbedingt FIFO voraus. Das habe ich hier nicht gesagt. Ne? Das R1 und R2 könnten ja auch vom gleichen Sender sein. Dann dürfen sich R1 und R2 vertauschen. Das ist mir beides recht. Ich habe hier nicht gefordert FIFO. Gucken wir uns das im Beispiel an. Dann haben wir hier zunächst mal wieder ein Beispiel, wo es nicht atomar ist. Und hier zeige ich Ihnen jetzt tatsächlich mal explizit die Nachricht an sich selbst, also die Auslieferung der Nachricht beim Originator. Also wir hätten dann einen Fall, dass wir eine Nachricht von A aussenden, die wird bei A zugestellt, wird bei B und bei C zu diesen Zeitpunkten zugestellt und auch delivered. Zustellen, Chance, Receive ist egal, es geht ums Deliver. Ne? Das sind hier die Delivery-Zeitpunkte an die Anwendung. Dann haben Sie also hier A, A, A an diesen drei Stellen und C, C, C haben Sie an diesen drei Stellen, also hier, hier und hier. Und wenn Sie jetzt scharf hinschauen, dann sehen Sie sofort, hier ist A vor C delivered worden. Hier ist A vor C delivered worden. Das ist okay, das passt noch zusammen. Und hier ist C vor C delivered worden. Das ist falsch. Das verletzt Atomarität. Das möchte ich nicht. Wie kann ich das reparieren? Naja, ich muss jetzt wieder irgendwelche Holdbacks einführen. Welches Holdback ich hier tue, mir egal, als derjenige, der Atomarität fordert. Das habe ich ja nichts drüber gesagt. Von daher wäre das hier legitim zu sagen, okay,
die Nachricht von A wird bei A selbst und bei B und bei C überhaupt nicht verzögert. Das ist das gleiche Beispiel wie oben. Aber die Nachricht von C wird sehr wohl bei C verzögert. Bei A und B muss ich sie nicht verzögern, da war es ja die zweite Nachricht, aber hier muss ich sie verzögern. Hier muss ich tatsächlich dann darauf achten, dass die Nachricht, die C an sich selbst schickt, erst dann verarbeitet wird, nachdem die Nachricht von A verarbeitet wurde. Obwohl es eine Nachricht von Ihnen an sich selbst ist, nicht? Sie müssen damit warten, bis Sie hier die andere Nachricht bekommen haben. Genauso gültig wäre es, wenn Sie die Nachricht von A verzögern. Können Sie genauso machen, hier, Sie verzögern hier und Sie verzögern hier, sodass Sie überall zuerst C ausliefern. Nicht? Wir haben C, C und C vor A, A und A. Beides sind legitime Anordnungen für atomare Ordnung. Okay, so, wenn ich jetzt noch hier eine zweite Nachricht A' einfügen würde, vielleicht eher hier in das Beispiel, hier eine Nachricht A' einfügen würde, kann das mal versuchen. Ich glaube aber, dass das schief gehen wird. Das ist nicht so leicht hier zu zeichnen. Angenommen, ich würde hier ein A' einfügen, dass ich hier ausliefern würde, dass ich, nehmen wir genau, zielen, mein Rechner ist wirklich zu langsam dafür, tut mir leid, hier ausliefern würde und dass ich, wir müssen vor C, okay, jetzt habe ich was gemacht, was Sie nie machen dürfen. Schauen Sie scharf hin, was ist hier völlig absurd? Die Nachricht hat sich wieder in der Zeit zurückbewegt und ist nach oben gegangen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Das ist natürlich völlig absurd, aber das liegt an dem sehr, sehr langsamen PDF-Viewer im Zusammenhang mit der Videoaufzeichnung. So, dann hätten wir jetzt ja hier diese Nachricht A' überall vor C und vor A. Das ist aus atomarer Sicht okay, aber sie hat doch wieder ein bisschen schräg, nicht? Also wir wollen ja dann vielleicht doch etwas haben, das auch FIFO respektiert. Und das heißt dann totale Ordnung. Totale Ordnung ist atomare Ordnung plus FIFO. Es sind zwei separate Forderungen, aber die man typischerweise dann doch zusammen erhebt. Zumal FIFO einfach und billig zu realisieren ist. Nicht FIFO lohnt sich eigentlich nicht drüber zu reden. Deswegen rede ich jetzt auch nicht mehr großartig drüber, wenn wir totale Ordnung, eigentlich nur atomare Ordnung formalisieren. Also, ich werde die folgenden Forderungen erheben. Ich fordere Gültigkeit, Validity. Wenn irgendein Prozess eine Nachricht M, TO transmit, totally ordered transmits, ne, transmit an das darunterliegende Medium übergibt, sodass sie sich ausbreiten kann, dann muss er sie auch irgendwann mal delivern, bei sich selbst. Agreement, wenn ein Prozess TO delivers a message M, dann müssen alle Prozesse irgendwann mal das tun. Das ist das, was wir vorhin auch schon hatten. Und Uniform Integrity ist genau das gleiche wie eben auch bei Reliable. Wenn wir eine Nachricht M haben, dann darf die höchstens einmal ausgeliefert werden und sie muss vorher abgeschickt worden sein. Wir dürfen uns keine Nachrichten ausdenken, die wir da irgendwie delivern. Das Neue ist hier unten die Uniform Total Order. Wenn Prozesse P und Q beide die Nachrichten M und M' delivern, an ihre Anwendung übergeben, und P delivered M vor M', dann ist das dann und nur dann der Fall, genau dann, wenn der Fall Q M vor M' delivered. Beide müssen sich gleich verhalten. Ich denke, das ist naheliegend nachzuvollziehende Forderung. Okay? So, wozu braucht man das? Ich betone es nochmal. Wir haben den Fall, dass wir Zustand auf verschiedenen Knoten haben, dass wir diesen Zustand durch Nachrichten, Events weiterentwickeln. Und nehmen wir mal an, das sind deterministische Zustandsautomaten. Und typischerweise, wenn Sie sich den normalen Zustandsautomaten vorstellen, das macht einen Unterschied, in welcher Reihenfolge Events bei dem ankommen. Sie landen in unterschiedlichen Zuständen, wenn Sie erst Event A und B oder erst B dann A haben, im Allgemeinen. Also, wir haben Zustandsautomaten, die wir repliziert auf mehreren Teilnehmern haben, auf mehreren Knoten haben, und ich möchte, dass alle Teilnehmer
die gleiche Sequenz von Zuständen sehen. Das wird nicht in der absoluten Zeit passieren. Ich zeichne Ihnen das mal auf, was ich meine. Also, wir machen State Replication. Beziehungsweise wir replizieren deterministische Finite State Machines. Endliche deterministische, endliche Zustandsautomaten, die wir replizieren. Dann habe ich doch vielleicht über der Zeit t aufgemalt bei Server 1, Server 2, ich schreibe es mal aus, Server 1, Server 2, Server 3. Ich habe überall den gleichen Zustandsautomaten und ich habe es irgendwie geschafft, dass die alle in Zustand S1 starten. Okay? So, jetzt passiert hier irgendetwas, dass ich eine Nachricht zustelle. Diese Nachrichtenzustellung einer Nachricht A, die mag zu unterschiedlichen Zeitpunkten hier passieren. Und hier vielleicht noch ein bisschen später. So dass ich hier im Zustand S1 bin bis zu diesem Punkt. Aber danach gehe ich in Zustand S2 über. Bin im Zustand S1 bis zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zustand S1 bis zu diesem Zeitpunkt. Danach gehe ich in Zustand S2 über. Und das machen alle gleichzeitig, weil es deterministische Zustandsautomaten sind und weil ich überall das Ereignis A bekommen habe. Wenn jetzt hier irgendwann später, keine Ahnung, das Ereignis B eintrifft und das Ereignis B eintrifft und das Ereignis B eintrifft, das jetzt fast zum gleichen Zeitpunkt, ist egal, dann würde ich hier ja einen Zustandswechsel durchführen und vielleicht in S3 gehen. Und hier gehe ich auch in S3 und hier gehe ich auch in S3. So, das, was jetzt hier wieder nicht passiert, so das, was Sie jetzt sehen werden, ist die logische Zustandsfolge ist S1, S2, S3. S1, S2, S3. S1, S2, S3. Und das ist die Forderung, die ich erhebe. Diese Folge der Zustände soll gleich sein. Die absoluten Zeitpunkte sind jeweils unterschiedlich, aber das stört mich nicht. Das kann ich auch gar nicht verhindern. Das werde ich überhaupt nicht sicherstellen können, weil ich ja Nachrichtenlaufzeiten, unterschiedliche Verluste und so weiter in meinem Netz haben werde. Das wäre eine unrealistische Forderung, zu fordern zum exakt gleichen Zeitpunkt. Dann sind wir in der Echtzeitsystemdiskussion. Das ist erheblich komplizierter als das, was wir hier tun. Okay? Das ist das, was ich eigentlich erzielen will. Und dafür brauche ich eben die atomare Ausführung. Nicht stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt hier das gleiche Spielchen nochmal machen. Replicated Finite State Machines ohne atomare Ausführung. Dann könnten Sie ja hier wieder im Zustand S1 anfangen. Server 1, Server 2, Server 3. Aber jetzt kommt hier ein Ereignis A an und es kommt hier ein Ereignis A an und es kommt hier das entsprechende Ereignis A an. In blau. Gut. Dann haben wir hier. Dann wechseln wir hier zu Zustand 2. Aber Ereignis B wird nicht atomar erstmal hier ausgeliefert und hier ausgeliefert und hier ausgeliefert, sodass wir hier wieder auf Server 1 und 2 sehen wir das gleiche Spielchen wie eben. Wir gehen dann hier wieder in S3, in S3 und so weiter. Aber hier gehen wir jetzt in, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir bleiben hier natürlich in S1. Von S1 unter B gehen wir aber vielleicht nach S17. Und unter A in S17 gehen wir in S22. Ja, und alles ist kaputt. Ne? Auf einmal haben wir nicht S1, S2, S3, sondern S1, S17, S22. Und diese Folgen sind unterschiedlich. Also das ist, brauchen wir einen dicken Strich für diesen Blitz. Das ist nicht das, was wir wollen. Nicht? Deswegen brauchen wir atomare
Zustellung hier. Sehr schön. Ich hoffe, damit habe ich Sie überzeugt, nochmals überzeugt, dass atomare Auslieferung nützlich ist. Ich würde Ihnen jetzt Folgendes empfehlen. Drücken Sie auf Pause, denn jetzt kommt eine Diskussion darüber, wie wir totale bzw. atomare Ordnung implementieren können. Nehmen Sie sich die Zeit, drücken Sie auf Pause und versuchen Sie das mal selbst zu realisieren, sich zu überlegen, wie Sie das tun werden. Gucken Sie auch nicht die weiteren Folien an. Unter folgenden Annahmen. Unter der Annahme erstens, Sie haben eine zentrale Instanz. Und es ist okay mit beliebig viel Verkehr. Über diese zentrale Instanz zu gehen. Dann merken Sie sofort, das ist eine ganz schreckliche Idee, das zu tun. Also verschärfen wir das zur zentralen Instanz, die ist immer noch da. Aber versuchen Sie mal, möglichst wenig Verkehr über diese zentrale Instanz zu leiten. Insbesondere, wenn Sie sich vorstellen, dass die Nachrichten, die da laufen, möglicherweise sehr groß sein können. Möglichst wenig Verkehr. Also möglichst wenig Nachrichtenvolumen zu dieser zentralen Instanz zu schicken. Und auch das ist natürlich sofort klar, dass das eine schlechte Idee ist, denn an der Stelle werden wir einen Central Point of Failure haben. Es ist vielleicht nicht mehr unbedingt ein Bottleneck, aber es ist immer noch ein Central Point of Failure. Gibt es eine verteilte Lösung? Finden Sie eine Lösung, bei der nur die Gruppenmitglieder miteinander kommunizieren müssen und keiner davon irgendeine Sonderrolle einnehmen muss, bei denen sie gemeinsam untereinander zusammenarbeiten können. Und überlegen Sie sich dann nochmal, wie das hier mit Fehlerfällen aussieht. Ist das von der Verlässlichkeit her besser oder schlechter als Ihre zentrale Instanzlösung, die Sie davor sich überlegt haben? Okay. Pausieren Sie das Video, überlegen Sie sich das, dann machen wir weiter. So, ich nehme an, Sie sind wieder zurück. Fangen wir an mit der Idee einer zentralen Instanz. Das ist relativ simpel. Wenn ich Option 1, ich habe eine zentrale Instanz und ich darf beliebig viel Verkehr. Verkehr ist kein Problem. Naja, dann habe ich meine Gruppenmitglieder S1, S2, SN. Und was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier noch das soll hier Central Instance heißen und nicht Continuous Integration. Naja, was mache ich denn jetzt? Das ist mal was ganz Banales, was ganz Bösartiges. Ich schicke alle Nachrichten einfach dahin. Nachricht M. M1 von Knoten 1. Nachricht M1 von Knoten N. M2 von Knoten N und so weiter. Und ich überlasse die eigentliche Arbeit jetzt dem hier, denn der darf jetzt hier die ganzen replizierten Unicasts oder Multicasts oder sonst was machen um M1.1 und danach macht er M2N und danach macht er M1N. Sie merken, nicht mal FIFO, aber Atomic. Wenn das hier ein Ordered Unicast ist, dann geht das. Das ist kein Problem. Das Problem ist nicht, dass wir die falsche Semantik kriegen. Wir kriegen die richtige Nachrichtenauslieferungssemantik. Das Problem ist, dass wir einen Single Point of Failure haben. Das wollen wir natürlich nicht. Und die Menge des Verkehrs, die wir durch diese zentrale Instanz pumpen wollen. Das Verkehrs bei dieser Central Instance. Okay, also das ist doof. Das können Sie jetzt vielleicht noch irgendwie versuchen zu beheben. Auf der Folie steht jetzt noch, dass Sie das vielleicht irgendwie rotieren lassen können, diese Aufgabe. Ja, kann man alles machen, klar. Behebt aber eigentlich nichts an dem grundsätzlichen Problem. Wie ist das mit Option 2?
Ich mache immer noch so einen zentralen Arbiter Sequencer. Auf der Folie heißt es, das ist der schönere Begriff, Central Sequencer. Sagen wir Sequencer dazu. Ein Central Sequencer. Aber jetzt versuche ich mir Mühe zu geben, die Verkehrsmenge zu kontrollieren. Das male ich jetzt mal ein bisschen sorgfältiger. S1, S2, Sn. Und ich habe irgendwie noch meinen Central Sequencer hier noch herausgehoben. Okay. Die Idee ist jetzt, weniger Verkehr durch den Sequencer leiten zu lassen, indem ich was tue. Naja, indem ich den hier nur noch die Aufgabe gebe, für die richtige Reihenfolge zu sorgen. Aber nicht mehr die Aufgabe gebe, die Nachrichten tatsächlich weiterzuleiten. Einheitliche Reihenfolge, aber sonst nichts. Das heißt, der eigentliche Nachrichtenfluss M11, den mache ich hier. Ich schicke aber noch zusätzlich, machen wir das vielleicht dick, eine Nachricht an den Sequencer, dass ich eine Nachricht M11 geschickt habe. Wenn jetzt der hier ebenfalls ein M21 losschickt, dann verteilt der selbst seine Nachricht hier unten an seine Kollegen und schickt ebenfalls diese Nachricht an den Sequencer, dass es ein M21 gab. So, und was kann jetzt passieren? Jetzt können diese beiden Nachrichten, und machen wir zum Spaß noch eine dritte, dass auch der hier, unser Knoten N, ein MN1 geschickt hat und das verteilt er direkt an seine Kollegen. Und macht seinerseits ebenfalls eine MN1-Aussage. Und jetzt gucken wir uns an, was hier passiert. Jetzt kann ja an dieser Stelle hier die Reihenfolge, in der das hier eintrifft, das wissen wir nicht. Es kann die blaue, die grüne oder die pinkfarbene kann zuerst ankommen. Aber ist die wichtig? Die ist auch nicht wichtig. Insbesondere, wenn sie nicht auf FIFO Wert legen, dann ist das nicht wichtig. Und hier könnten sie auch unterstellen, dass das Ordered Unicasts sind zwischen einzelnen Teilnehmer und Central Sequencer. So dass sie da auch kein Problem hätten, selbst wenn sie auf FIFO Wert legen würden. Denn was unser Sequencer jetzt tut, der Central Sequencer ist jetzt nur noch dazu da, an alle Teilnehmer Reihenfolgenachrichten zu schicken. Und das kann er im Prinzip tun, indem er angenommen, es kommt zuerst die grüne Nachricht, indem er diese grüne Nachricht an alle anderen Teilnehmer zurückkopiert. Und dann kommt vielleicht die pinkfarbene Nachricht und dann schickt er die pinkfarbene Nachricht an alle Teilnehmer weiter. Und dann kommt die blaue Nachricht und dann schickt er die blaue Nachricht an alle anderen Teilnehmer weiter. Das Bild ist ein bisschen chaotisch, aber wenn Sie sehen, wie es entsteht, verstehen Sie es, glaube ich. Das reicht. Mehr muss der gar nicht machen. Also der empfängt so eine Ordnungsnachricht und schickt die an alle zurück. Also er muss eine Nachricht empfangen, macht daraus N-1 Unicasts. Weil wir ja unterstellen, dass das alles Ordered Unicast-Kanäle sind zwischen Central Sequencer und Teilnehmern, kann sich da auch nichts überholen. Das heißt, das wird in der richtigen, einheitlichen, überall gleichen Reihenfolge bei allen Teilnehmern ankommen. Was wir eigentlich getan haben, wir haben den hier zum Serialisierungspunkt gemacht. Das ist die eine Stelle, an der die Reihenfolge festgelegt wird. Das ist eigentlich die ganze Entwurfsidee dabei. Das ist der eine Punkt, an dem einheitliche Reihenfolgen festgelegt werden. Und ob sich da jetzt zwischen Server 1 und Server 5 irgendwas überholt, ist mir völlig egal. Ich muss jetzt noch auf eine Sache achten. Bei den Teilnehmern kann jetzt ja noch Folgendes passieren. Warten Sie, dann nehmen wir eine zweite Folie. Option 2, wir sind ja jetzt vielleicht in der Situation, ich habe meinen Teilnehmer 1, meinen Teilnehmer 2, das reicht auch schon, und ich habe meinen Central Sequencer. Dann kann jetzt ja Folgendes passieren. Ich schicke einerseits diese Nachricht, mein M11, mit den ganzen Inhalten, das ist die Inhaltsnachricht, und ich schicke diese Sequencer-Nachricht hier. Lieber Central Sequencer, beschaff mir mal eine Reihenfolge dafür, und das wird der ja hier weiterleiten. Jetzt kann ja Folgendes passieren. Jetzt kann ja passieren, dass ich hier
dass sie hier die Anweisung bekommen, liefere die Nachricht M11 als erstes aus. Ich mache diesen Strich mal schöner. Das hier ist ja an dieser Stelle die Anweisung, Nachricht M11 als nächstes ausliefern. Die haben sie aber noch gar nicht. Das müssen Sie sich merken. Da müssen Sie sich jetzt merken, dass Sie hier als nächstes das Ding ausliefern sollen. Und es kann natürlich genauso gut das Umgekehrte passieren. Es kann genauso gut passieren, dass Sie, machen wir es umgekehrt von dem anderen, dass Sie von S2 hier eine Nachricht schicken, M217, keine Ahnung, die 17. Nachricht. Das schicken Sie ebenfalls an den Sequencer. Gib mir mal die Ordnung, nicht an den Sequencer laufen, immer nur sehr kleine Nachrichten, gibt mir Ordnung und dann kommt das hier später an. Beides kann passieren, aber beides ist unschädlich. Sie müssen halt hier das entsprechend zwischenpuffern. Okay, kriegt man hin. Das ist der Quellcode, das ist so die Skizze dafür. Sie brauchen auf dem Sequencer eigentlich nur was ganz Banales. Sie empfangen hier Nachrichten, die sagen, ich bin Prozess P, ich habe hier Nachricht M mit laufender Nummer I geschickt. Die Nachricht M müssen Sie gar nicht übertragen. Was der Sequencer einfach nur macht, ist, er schickt dann an alle Teilnehmer in der Reihenfolge, in dem dieser, gib mir mal eine Ordnungsreihenfolge, Anfragen bei ihm ankommen, schickt einfach, oder? Ordnung an alle Teilnehmer, dass jetzt als nächstes die Nachricht I von Teilnehmer P ausgeliefert sein sollte. Mit einem verlässlichen In-Order-Unicast an alle diese Teilnehmer. Denken Sie dran, es geht nichts kaputt, es fällt nichts aus. Ne? Deswegen funktioniert das. Wenn unser Sequencer hier ausfällt, haben wir ein Problem. Die Teilnehmer sind ein bisschen komplizierter. Was müssen wir machen? Wir müssen uns über das Originate über Gedanken machen. Also die Anwendung hat bei uns, bei mir, dem Gruppenkommunikationsprotokoll, die Nachricht Originate auf, die API-Funktion Originate aufgerufen und mir eine Nachricht M übergeben. Ich mache jetzt zwei Dinge. Ich schicke die Nachricht von mir, Prozess P, Nachricht M, laufende Nummer I, I ist eine laufende Nummer, die ich mir hier merke, laufende Nummer I an alle Teilnehmer. Das ist die eigentliche Datennachricht. Und an den Sequencer, da brauche ich das P selber gar nicht mitschicken. Ne? Da reicht es, wenn ich P und I schicke. Und an den Sequencer. Und damit es bei mir selber auch richtig funktioniert, ich habe noch so eine Queue von Nachrichten, die ich irgendwann mal ausliefern soll. Das ist gar nicht unbedingt eine Queue. Das ist nicht, da ist die Reihenfolge irrelevant. Einfach nur ein Berg von Nachrichten, in denen ich das PMI reinstecke. Und dann erhöhe ich meine laufende Nummer. Das ist meine lokale, bei mir existierende laufende Nummer für die Nachrichten, die ich ausgesendet habe. So, und jetzt gibt es den Fall, was können Sie bekommen, was können Sie empfangen von unten? Sie können von unten empfangen die eigentliche Datennachricht oder so eine Ordnungsnachricht vom Sequencer. Die eigentliche Datennachricht, die stopfen Sie jetzt einfach wieder in Ihren Wartesack, in dem Sie alle Nachrichten aufheben. Und irgendwann kommt die Nachricht Ordnung, als nächstes soll vom Sender Q die Nachricht J ausgesendet werden, dann gucken Sie, ob Sie die schon da haben. Wenn ja, nehmen Sie die raus. Wenn nein, müssen Sie diese Ordnungsnachricht jetzt nochmal in eine Ordnungswarteschlange stecken, bis diese Lücke gestopft ist. Das kriegen Sie, die Details ausgefüllt, da habe ich volles Zutrauen. Okay, das ist aber immer noch mit einem Central Sequencer. Ne? Wenn der ausfällt, ist doof. Was ist denn, wenn in dieser Struktur irgendein Teilnehmer P ausfällt? Ich weiß, wir haben noch nicht so richtig Ausfälle, aber überlegen Sie mal. Was würde passieren, wenn hier P ausfällt? Naja, P kann nichts mehr ausliefern, P wird keine Nachrichten mehr erzeugen, das ist alles klar. Aber ist das für die anderen Teilnehmer ein Problem? Ja, das kann ein Problem sein, wenn Sie Nachrichten von P schon Ordnungsanweisungen haben, aber Sie werden diese Nachricht nie bekommen. Dann stocken auch die anderen Teilnehmer gegebenenfalls. Aber das sind vielleicht lösbare Probleme, ne? Da kommen wir vielleicht noch mit klar. Also das ist reparaturfähig. Es funktioniert so nicht, wenn Teilnehmer ausfallen, aber man kriegt es nicht hin, wenn der Sequencer ausfällt. Okay, wie ist das mit einer verteilten Lösung?
Wenn wir das alles komplett verteilen, also wir haben ID3, Distributed. Und jetzt gibt es natürlich wieder ganz viele mögliche Distributed-Ansätze. Ich erzähle Ihnen einen, der da funktionieren kann. Sie haben Ihre Teilnehmer 1, 2 und so weiter, 17, N. Und ich unterstelle mal, dass wir die in irgendeine Reihenfolge gebracht haben. Also gedanklich haben wir die im Kreis angeordnet. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lassen wir unter diesen Teilnehmern einen sogenannten Token kreisen. Ein Token ist eine Nachricht. Was schreiben wir in das Token rein? In das Token schreiben wir rein eine Sequenznummer. Mit der Idee, ein Knoten bekommt das Token, kann die Sequenznummer, die in dem Token drinsteht, zum Beispiel 42, na, machen wir es im konkreten Fall, zum Beispiel steht hier die Sequenznummer 42 drin und er hat hier vielleicht schon ein paar Nachrichten, die er aufheben musste, weil er auf das Token warten muss. Sie dürfen Nachrichten erst losschicken, wenn Sie das Token bekommen haben. Wenn Sie das Token bekommen haben, dann schicken Sie Ihre Nachricht M2 los und jetzt schreiben Sie keine bei sich lokal gezählte Sequenznummer drauf, sondern Sie nehmen die Sequenznummer aus dem Token und sagen, okay, das ist die 42. Und dann zählen Sie weiter. Dann sagen Sie, Sie nehmen die 43 und die 44, die Sie jetzt hier erstmal an Ihren Nachbarn, machen wir noch den Nachbarn S3 hier dazu, an den Nachbarn S3 schicken. Was werden Sie von dem erwarten? Von dem werden Sie erwarten, dass er die Nachricht erstmal bei sich selbst ablegt und natürlich entsprechend weiterschickt. Oder, wenn Sie die Nachrichten nicht im Kreis schicken wollen, dann können Sie Ihre einzelnen Datennachrichten auch wieder direkt an alle Ihre Teilnehmer verschicken. Das ist hier fast egal. Der entscheidende Punkt ist, dass Sie danach, wenn Sie Ihre eigenen Daten aus dem Cache, aus Ihrer Warteschlange hier gesendet haben, Sie haben keine Nachrichten mehr, die Sie weiter senden wollen, dann müssen Sie das Token schicken. Danach schicken Sie das Token und da müssen Sie jetzt was reinschreiben? Sie haben 42, 43, 44 haben Sie benutzt als Sequenznummer für sich, da schreiben Sie die 45 rein. Und damit haben wir eine globale Sequenznummer und nicht mehr nur jeder einzelne Knoten für sich eine separate Sequenznummer. Und damit haben wir hier die Serialisierung. Hier haben wir die eindeutige Reihenfolge, Serialisierung, hier haben wir die eindeutige Reihenfolge festgelegt, die Sie brauchen, um die atomare Ordnung herzustellen. Tokens werden mit Ordered Unicast an genau einen Nachfolger. Ordered Unicast an Nachfolger geschickt, um sicherzustellen, dass es nur einen Token gibt und der genau entsprechend weiterzählen kann. Datennachrichten, das ist beliebig. Das können Sie per Unicast oder Multicast machen, das spielt keine Rolle, das ist nur ein Effizienzaspekt, das ist kein Semantikaspekt an der Stelle. Okay, was ist das Risiko dabei? Was passiert, wenn ein Token verloren geht? Kann das passieren? Kann ein Token in der Übertragung zwischen Knoten A und B, zwischen S17 und S18 verloren gehen? Naja, wir hatten doch unterstellt, das ist ein Ordered Reliable Unicast. Sequenznummer, Timeout und so weiter und so weiter. Also eigentlich, das kann doch gar nicht passieren, oder? Ja, das stimmt. Also wenn das Ihr einziges Fehlermodell ist, dann kriegen Sie das hin. Dann bekommen Sie durch Timeout und so weiter einen verlorenen Token zwischen Teilnehmer A und B wieder erzeugt. Was ist aber, wenn ein Knoten ausfällt, der gerade den Token besitzt? Dann müssen Sie das wieder detektieren über einen Failure Detector. Ihr Failure Detector hat möglicherweise False Positives
er denkt, der ist ausgefallen, aber der ist gar nicht ausgefallen, der ist nur langsam, dann würde der Knoten, der den Fehler detektiert hat, vielleicht der Vorgänger, überwacht seinen Nachfolger durch einen Fehlerdetektor, dann würde Knoten S1 denken, S2 ist ausgefallen und würde einen neuen Token generieren, basierend auf dem letzten Wissen, das er hatte. Da steht dann noch die 42 drin, ohne zu wissen, dass Knoten 2 schon die Nachrichten 42, 43, 44 weitergeschickt hat. Und noch viel schlimmer, S2 kommt dann vielleicht, berappelt sich doch wieder und arbeitet doch weiter. Dann haben sie auf einmal zwei Tokens. Dann haben sie zwei Tokens da durcheinander laufen, die unterschiedliche Sequenznummern behaupten. Das ist ein ernstes Problem, wenn sie dann hier Duplicate-Tokens oder sogar mehrere haben. Also darüber muss man sich hier Gedanken machen, wenn sie das wirklich so reparieren wollen, dass es auch für Knotenausfälle oder möglicherweise intermittär langsame Knoten funktionieren kann. Erinnern Sie sich, wir haben mal über asynchrone Zeitmodelle gesprochen. Ein Knoten kann auch beliebig langsam werden. Das ist genau das Risiko hier. Knoten wird langsam, hält das Token dabei, die anderen denken, der ist ausgefallen, erzeugen Token neu und so weiter. Dann müssen Sie sich überlegen, dass Sie solche doppelten Token detektieren können, dass Sie Nachrichten vielleicht zurückrufen, was eigentlich gar nicht geht. Also an der Stelle haben Sie große Bauchschmerzen mit Token-Protokollen. So elegant die sind und so nett die sind, je nach Fehlermodell sind die sehr kompliziert, im Detail wirklich verlässlich hinzubekommen. Nichtsdestotrotz, hier ist noch ein Quellcode skizziert. Das ist im Prinzip genau das ist noch die alte Version. Hier ist der Quellcode skizziert. In den Folien finden Sie eine aktuellere Version. Da sind noch ein paar Schreibfehler hier drin. Hier finden Sie den Quellcode skizziert, die Sie brauchen für so eine Tokenrotation, um dadurch totale Ordnung aufrechtzuerhalten. Aber die Idee ist eigentlich bestechend, nicht? Sie haben den einen Punkt, das eine Datenpaket, in dem immer drin steht, was ist die richtige Sequenznummer. Sehr schön. So, Sie haben gemerkt, alleine die Länge des Videos macht klar, atomare Ordnung ist spürbar komplizierter als reliable oder atomic. Es ist eine komplizierte Semantik, sie ist auch aufwendig sicherzustellen. Auch wenn Sie wieder über Token-Rotation nochmal nachdenken, alleine um einen vernünftigen Durchsatz hier hinzubekommen, muss Ihr Token sehr schnell kreisen. Was ist mit den Wartezeiten Ihrer Nachrichten? Die müssen warten, bis der Token wieder da ist. Das ist alles nicht so leicht. Muss das wirklich sein? Brauchen wir immer diese sehr starke Aussage der Atomarität? Naja, manchmal geht es auch einfacher. Manchmal geht auch kausale, die schwächere, die ist nicht schwächer, die ist anders. Eine andere Forderung, die kausale Ordnung. Aber die machen wir jetzt definitiv im nächsten Video. Erstmal danke fürs Zuhören.